Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem weiteren Online-Seminar der DWS Steuerberater Online GmbH zum Thema innergemeinschaftliche Lieferungen, Gelangensbestätigung und andere Belegnachweise. Zu meiner Person. Mein Name ist Marco Engel, ich bin Steuerberater im südbadischen Lahr im Schwarzwald, bin verheiratet und habe eine 16 Monate alte Tochter. Das Thema Innergemeinschaft Lieferungen, Gelangensbestätigung und andere Belegnachweise ist spätestens seit 01.01.2012 auf der Tagesordnung, da zu diesem Zeitpunkt die Umsatzsteuerdurchführungsverordnung geändert wurde und ein einheitlicher und alleiniger Nachweis für die Innergemeinschaft Lieferung eingeführt wurde, nämlich die Gelangensbestätigung. Aufgrund mehrfacher Kritik und heftiger Kritik aus der Wirtschaft und aus den Verbänden hatte man die praktische Umsetzung dieser Gelangensbestätigung mehrfach durch BMF-Schreiben verschoben, quasi bis zum heutigen Zeitpunkt. Nun hat auch der Verordnungsgeber dementsprechend auf die Kritik reagiert und hat zum 1. Oktober 2013 geänderte Belegnachweise für innergemeinschaftliche Lieferungen in abgeschwächter Version eingeführt, sodass neben dieser Gelangensbestätigung weiterhin als zentraler Inhalt der Belegnachweise weitere Belegnachweise anerkannt werden können. Wir wollen heute beginnen mit den Grundlagen, den gesetzlichen Grundlagen der innergemeinschaftlichen Lieferung und die Grundlagen der Beleg- und Buchnachweise. Dann fahren wir fort mit 4 möglichen Fallkonstellationen, die es bei innergemeinschaftlichen Lieferung geben kann, nämlich zum einen im Beförderungsfall, dass entweder der Abnehmer direkt befördert oder dass der Lieferer befördert. Auf der anderen Seite gibt es noch 2 Möglichkeiten, die Versendung zu machen, nämlich dass der Erwerber selber versenden lässt sozusagen oder der Lieferer selbst versendet. Zu diesen 4 Fallkonstellationen werden wir die möglichen Belegnachweise besprechen und die praktische Handhabe beleuchten. Danach folgt ein zusammenfassendes Schaubild über alle 4 Möglichkeiten der Lieferung einer von Waren in das Gemeinschaftsgebiet mit den entsprechenden Belegnachweismöglichkeiten. Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick auf die mögliche zukünftige Entwicklung. Gut, wir beginnen mit den gesetzlichen Grundlagen. Die Voraussetzung für eine innergemeinschaftliche Lieferung. Wann darf eine innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei versendet werden? Es nach § 4 Absatz 1b in Verbindung mit § 6a des Umsatzsteuergesetzes liegt eine innergemeinschaftliche Lieferung dann vor, wenn eine Warenbewegung vom Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch entweder Beförderung oder Versendung unabhängig davon, ob es der Lieferer oder der Kunde versendet, bewerkstelligt wird. Es handelt sich also nicht um sonstige Leistungen, es geht nur um Lieferungen, nämlich es muss eine Warenbewegung hinter der innergemeinschaftlichen Lieferung stecken. Der Abnehmer der Ware muss im EU-Ausland ein Unternehmer sein, der auch für sein Unternehmen erwirbt. Des Weiteren muss der Erwerb bei dem Kunden im EU-Ausland der Umsatzsteuer unterliegen. Das heißt übersetzt, es muss ein innergemeinschaftlicher Erwerb bei dem im EU-Ausland ansässigen Kunden vorliegen.